Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur dritten Pressekonferenz innerhalb von einer Woche. Passiert uns auch nicht so häufig, aber wir haben ein sehr schönes Pokalspiel gehabt beim SC Freiburg. Jetzt gilt es umzuschalten. Der Trainer hat schon mehrfach in Interviews gesagt, dass das die hohe Kunst ist, jetzt sozusagen zurück in den Liga-Alltag zu kehren. Am Sonntag sind wir zu Gast beim Karlsruher SC, Anstoß dort vor Ort. Um 13.30 Uhr. Wir gehen davon aus, dass etwa 300 Paderborner Fans wieder mit in den Südwesten fahren werden. Sie kennen die Strecke vom Mittwoch ja schon. Und mit auf dem Podium heute neben unserem Cheftrainer Lukas Kwasniok ist unser Spieler Laurin Kurda. Ein gutes Beispiel für unsere Transferaktivitäten in den vergangenen Jahren. Spieler, die aus der dritten, aus der vierten Liga kommen, hier in Paderborn die Gelegenheit bekommen, sich in der zweiten Liga zu bewähren. Und wie wir sehen, funktioniert es bei ihm ja auch sehr gut. Du wirst sicher gleich noch dazu gefragt werden, Laurin. Jetzt starten wir aber wie immer mit unserem Trainer. Bitte, Lukas, deine Vorschau auf das Spiel. Matthias, sehr wortreicher Auftakt deinerseits. Dann fasse ich mich umso kürzer. Es geht wieder ins Badische, wird hoffentlich ein gutes Omen auch sein. Es ist alles möglich, was die Startaufstellung angeht, dass wir genauso auflaufen wie am Mittwoch in Freiburg, weil die Mannschaft eine famose Leistung gebracht hat, vor allem in den ersten 60, 65 Minuten. Aber es ist eben auch möglich, dass wir eine relativ große Rotation an den Tag legen. Es hat sich bewahrheitet, die Breite des Kaders ist gut und ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, die richtigen Spieler nach Möglichkeit auszusuchen, um dann auch beim KSC ein gutes Spiel zu machen, denn das brauchen wir. Es wird ein Abnutzungskampf werden. Die Mannschaften sind absolut auf Augenhöhe. Zeigt natürlich auch das Tabellenbild. Aber sie verfügen über ähnliche Stärken und Schwächen, wie ich finde. Und freuen uns natürlich auf das Spiel und werden versuchen, die Leistung, wie gesagt, aus dem Mittwochsspiel dann auch zu bestätigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lukas. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Peter Klute, heute die Nummer 1, Westfälisches Volksblatt. Bitte schön. Herr Kwasniok, zwischen genauso Auflaufen und großer Rotation ist ja schon noch viel dazwischen. Was sind denn so Ihre Gedanken? Ja, es ist am Ende immer eine Mischung zwischen mentaler Frische, frischen Beinen, aber eben auch, was bietet der Gegner an und die Elemente, die wir jetzt gegen den SC Freiburg gebraucht haben, werden sicherlich nicht die gleichen sein wie jetzt gegen den KSC. Also schon ein 50-50-Spiel, das war es halt am Mittwoch erstmal nicht. Das heißt, du brauchst einen Zielspieler, brauchst dann einen Tiefgänger, musst eher auf den zweiten Ball spielen, musst dann schon auch die eigene Box verteidigen. Deswegen haben wir uns für diese Jungs so entschieden. Sie haben es gut gemacht und ja, einzelne Teilelemente davon wirst du auch wieder brauchen, aber nicht in dem Umfang. Und deswegen ist tatsächlich alles möglich. Ich habe vor der PK einem kleinen Smalltalk schon mit dem Pressesprecher hat es auch besprochen, dass diese Konstellation, drei spielfreie Tage zu haben zwischen den Spielen, elementar ist, um sich gut auf den Gegner vorzubereiten. Und so weit sind wir einfach noch nicht, sondern das wissen wir erst final am morgigen Tage. Wir müssen den Tag über einfach den KSC jetzt auch nochmal genau unter die Lupe nehmen und dann unsere Schlüsse, hoffentlich dann auch die richtigen für das Spiel dann auch ziehen und die richtigen Jungs auswählen. Wird sich der Kader verändern? Mattes Hansen, ist der wieder so weit, dass er mitfahren kann oder eher nicht? Aber heute auf dem Platz, individuell aber, und das sieht jetzt nicht so dolle aus. Kann mir das fast nicht vorstellen, dass sich das jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden so immens verbessern wird, dass er eine Kaderoption sein kann. Keine Startelfänderung würde ja auch bedeuten, dass der Torwart Pelle Würwing im Tor bleibt. Aber ist das so oder wird Yannick auf jeden Fall jetzt zurückkehren? Ich habe eigentlich gedacht, dass Herr Klute die Frage schon stellt als allererster. Wir werden da nichts verändern. Und jetzt können Sie interpretieren. Das ist gemein jetzt. Nein, es ist so, es gibt keinen Grund, am Yannick in irgendeiner Form zu zweifeln. Pelle hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat der Mannschaft Stabilität gegeben, weil er Bälle
dann eben auch abgefangen hat, die in den Strafraum geflogen sind, hat zwei herausragend gehalten und trotzdem, eine Schwalbe macht noch lang keinen Sommer. Und Yannick hat in der Vergangenheit hier bravourösere Leistung gezeigt. In den vergangenen Wochen war er ein bisschen schwammig unterwegs, das weiß er auch. Das habe ich mit ihm besprochen und ich glaube, dass die Leistung von Pelle auch bei ihm eben diese Prozentpunkte rauskitzeln wird. Er hat gestern im Training herausragend gehalten und das wird er auch am Sonntag wieder tun und der Mannschaft dann eben auch das geben, was sie braucht, nämlich einen sehr, sehr wachen, sehr, sehr proaktiven Torhüter, der mit Überzeugung Fußball spielt und die Jungs nach Möglichkeit zu einem Sieg führt und ihnen dabei hilft, einfach ein gutes Spiel zu machen. Ja, so wie in der Vergangenheit eben auch. Um das Thema Personal dann abzuschließen, Sekwe Meuer fallen nochmal aus und dann noch die Frage, ob sich denn im Freiburg-Spiel noch irgendwie jemand wehgetan hat oder ausfallen droht. Nein, nach dem Freiburg-Spiel hat sich jetzt eigentlich nichts getan. Janis Heuer trainiert jetzt schon auch mit der Mannschaft mit. Er ist theoretisch eine Kaderoption, aber war jetzt schon auch 5 Wochen raus. Die Woche war jetzt, was die Trainingsintensität angeht, natürlich überschaubar. Insofern eher unwahrscheinlich. Bei Sekwe ist die Konstellation und Situation unverändert. Insofern wird er nicht dabei sein. Sie hatten eben schon angesprochen, KSC ähnliche Stärken, ähnliche Schwächen. Wo sehen Sie denn diese Stärken und Schwächen und was macht den KSC dann auch gefährlich? Ja, der KSC hat halt alle Elemente, um ein Zweitligaspiel gewinnen zu können, so wie bei uns auch. Also sie können sich auch sehr, sehr viele Situationen einstellen. Sie haben einen Zielspieler mit Matanovic, Tiefgänger mit Schleusener, Stindl kann Bälle in die Gasse spielen. Können aber nach Standards auch gefährlich sein. Zwei gute Kopfballspieler haben mit Franke und Bormuth, hinzu kommt Vanicek, der komplett unterschätzt wird in der Luft, aber ein sensationeller Kopfballspieler ist. Also sie können über Standards Tore erzielen, sie können aber eben auch mal tief verteidigen. Andererseits hauen sie da die Flanken um die Ohren mit dem Wildpark im Hintergrund, im Rücken. Ist es einfach eine Herkulesaufgabe dort, aber wir wissen schon auch um die ein oder andere Anfälligkeit ihrerseits, so wie sie um unsere eben auch wissen. Und dann wird es wieder darum gehen, diese Momente, die du einfach im Spiel hast, bestmöglich zu nutzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann nach Möglichkeit eben das Spiel zu gewinnen. Vielleicht nehmen wir Laurin Kurda jetzt mit ins Boot. Eine Frage an beide. Sie wollten mir am Mittwochabend in Freiburg ja die Frage nach dem Wunschgegner für die nächste Runde noch nicht beantworten, weil die Spiele noch nicht alle durch waren. Den FC Bayern, der kann es jetzt nicht mehr werden. Was haben Sie denn für eine Idealvorstellung, was da aus dem Topf gezogen werden kann am Sonntag? Ja, ich habe deswegen nicht geantwortet, weil ich das fast schon, will nicht sagen, geahnt habe, aber ich wollte Ihnen mit Saarbrücken antworten und wollte mich aber nicht zur Lachnummer der Nation machen. Wenn sie dann 6 Stück kassiert hätten gegen den FC Bayern. Aber irgendwie bei der Kaderbreite vom FC Bayern haben wir schon gedacht, dass er dann wahrscheinlich ein bisschen rotieren wird, ist ganz normal. Man unterschätzt es ein wenig. Der Platz in Saarbrücken ist eine Vollkatastrophe. Da hast du dann erstmal auch keine Lust, dort Fußball zu spielen. Ja, ich weiß, wird wahrscheinlich der Greenkeeper in Saarbrücken jetzt not amused sein, aber das ist erstmal so. Ja, und dann laufen so Spiele, wie sie halt laufen. Und ich kenne das Publikum auch in Saarbrücken. Ich kenne dort die Menschen, die sind schon auch ins Halbfinale eingezogen. Ich durfte das ja mitmachen. Das ist ganz, ganz eklig, dort zu spielen. Aber ich habe da natürlich auch irgendwie so eine Historie dort. Und deswegen würde ich mir das wünschen, wenn es ein Auswärtsspiel werden sollte. Aber der erste Wunsch wäre natürlich, ein Heimspiel zu haben, um hier nach Möglichkeit die nächste Pokalrunde zu erreichen. Ja, ich denke, mir geht es genauso. Ich glaube, wir freuen uns auf jeden Gegner. Wir sind erstmal glücklich, die nächste Runde erreicht zu haben mit einem sehr schönen Spiel in Freiburg. Aber ich glaube, Saarbrücken wäre natürlich schon schön. Jedoch Hauptsache zu Hause, denke ich. Und dann hoffen wir natürlich, dann nochmal ein schönes Spiel zu haben und dann in die nächste Runde nochmal weiterzukommen. VfB Stuttgart wäre sicherlich auch ganz schön für dich. Du kommst da unten aus der Ecke, aber wie sind denn auch so deine Beziehungen zum KSC? Ist ja auch nicht ganz so weit bis dahin, aber ich denke, du kommst eher aus dem klassischen VfB-Land, oder?
Ja, jetzt KSC nicht direkt. Wir haben früher dann ein paar Mal gegeneinander gespielt mit Hoffenheim und mit Stuttgart, auch gegen Lukas dann zu der Zeit noch. Aber zum KSC habe ich keine direkten Verbindungen mehr. Aber das Spiel in Stuttgart wäre für mich natürlich auch sehr schön. Da würden bestimmt auch ein paar Leute aus meinem Familienkreis kommen. Aber ja, ich bin für alle Spiele offen. Freue mich auf jeden Gegner. Heißt, Sonntag kommen dann auch so ein paar Leute aus deiner Heimat in Wildpark? Ja, werden auf jeden Fall einige da sein. Ich musste schon ein paar Karten versuchen zu organisieren. Ja. Laurin, Matthias Hack hat es eben schon angesprochen. Du bist aus der Regionalliga gekommen, hast dann am Anfang für den einen oder anderen sicherlich überraschend viel gespielt, dann warst du im Kader und hast keine Einsätze mehr gehabt, hast zwischendurch auch in der U21 gespielt. Wie hast du jetzt so die ersten Wochen erlebt? Wie euphorisch warst du, nachdem es am Anfang so gut geklappt hat, und wie niedergeschlagen vielleicht, dass es dann 4-5 Spieltage gar nicht mehr zum Einsatz gereicht hat? Ja, auf jeden Fall. Also es hat natürlich sehr gut gestartet für mich, auch wahrscheinlich besser als erwartet von mir selber oder auch von Außenstehenden. Dann würde ich auch sagen, klar, durch meine eigene Leistung da auch einen kleinen Dämpfer dann bekommen, wo ich vielleicht einfach nicht so auf meinem Leistungslevel war. Dann tat es mir echt auch gut, bei der U21 da die Spiele zu machen, die Minuten zu sammeln, weil es doch auch immer was anderes ist, auf dem Feld zu stehen, als dann vielleicht nur im Training zu sein. Und dann war ich sehr froh, dass da ich von Lukas das Vertrauen in Berlin bekommen habe und natürlich jetzt auch bei dem schönen Spiel in Freiburg. Ja, vielleicht noch ein Satz zu Karlsruhe. Was glaubst du, erwartet euch da am Sonntag, und was kannst du dem Trainer mitgeben, damit er die Formation nicht ändert? ja, ich denke, wir erwarten mit Karlsruhe einfach eine Mannschaft, die extrem viel Erfahrung hat in der zweiten Liga. Viele erfahrene Spieler. Also ich habe jetzt persönlich noch nicht im Profibereich gegen sie gespielt, aber ich kenne sie als Verein so, dass es halt immer ein Kampfspiel wird gegen sie. Bis zur 90. Minute lassen sie alles auf dem Feld, und ich denke, da müssen wir so dagegen halten und unseren Schwung auch einfach mitnehmen, den wir jetzt haben. Natürlich nicht zu überpacen, aber einfach da die Energie mitzunehmen, die wir haben in den letzten Wochen, um dann da auch ein gutes Spiel abliefern zu können. Diesen kleinen Hänger, den du hattest, wie erklärst du dir denn selber? War es dann vielleicht auch mental ein bisschen viel, was dann auf dich zukam, oder ja, hat der Körper so ein bisschen reagiert? Oder? Ja, mental würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, ist schwer auszudrücken, aber man hat ja dann immer vielleicht ein bisschen schon die Euphorie dann, dann hat man immer mal wieder kleine Aussetzer vielleicht. Ich bin jetzt auch noch nicht der gestandene, erfahrene Spieler, der das alles dann so locker wegmacht. Und ich denke, da habe ich einfach vieles noch zu verbessern. Da habe ich dann ein paar Mal gemerkt, wo es da einfach noch Punkte bei mir gibt, wo ich dran arbeiten muss. Das versuche ich jeden Tag im Training, versuche es durch meine Mitspieler aufzunehmen, durch die Spiele, die ich bekomme, oder dann auch bei der U21. Und da einfach durch Minuten auf dem Feld das zu verbessern, um dann so ein Spieler zu werden, der dann da die Erfahrung auch mitbringt. Ja, ich weiß nicht, wie bewerten Sie denn so die ersten Monate von Laurin hier? Ja, ich kenne Laurin ja tatsächlich auch schon ein bisschen länger und hat schon immer so Schenkel gehabt. War Innenverteidiger und überall auch Kapitän. Kurioserweise hat er sich bei den Scouts in den Fokus gespielt auf der Schiene. Bei der TSG Balingen und war dann auf einmal Wingback. Hat mich ein bisschen überrascht, weil seine Körperkonstitution eigentlich eben das hergibt, ein perfekter Halbverteidiger zu sein. Und zu Beginn der Saison war es ja so bekanntlich, dass sowohl Obermeier als auch Leipertz uns nicht zur Verfügung standen. Und wir haben dann beim Testspiel gegen Leverkusen eben mit Laurin und Ezekwem auf der Schiene gespielt. Sie haben es beide sehr, sehr gut gemacht, aber es ist halt am Ende ein Testspiel. Und man muss einfach mit zunehmender Dauer dann schon auch feststellen, oder ich habe das feststellen müssen, dass Laurin eben auf der Schiene, auf Zweiliganiveau, oder schon noch ein bisschen Potenzial hat.
wird ein bisschen fehlerhafter. Und wir haben dann auf 4 umgestellt. Das war jetzt für ihn dann auch keine Hilfe. Und ja, nachdem Rafa dann jetzt eben zurückgekommen ist und seine Leistung auch wiedergefunden hat, wurde es für den Laurin enger. Aber seine Qualität blieb ja unbestritten. Und jetzt nach und nach hat er einfach sowohl im Testspiel, im internen Testspiel gegen die U21, als auch beim Spiel der U21 einfach eine Top-Leistung als Halbverteidiger, Innenverteidiger abgeliefert. Und ich habe schon auch überlegt, gegen Berlin ihn wieder laufen zu lassen, um dann vor allem Rehse wegzumachen. Ich habe mich da aber noch für den Marco entschieden und in der zweiten Halbzeit hat er das toll gemacht. Ist ein Spieler, der alles mitbringt für diese Position, wie gesagt, und mich hat das jetzt nicht überrascht, dass er so ein Spiel abliefert in Freiburg, weil er ruhig am Ball ist, hat körperliche Wucht, kann köpfen, wenn er will, schmeißt sich in die Zweikämpfe, hat ein sehr, sehr gutes, weiträumiges Spiel, aber eben auch kleinräumig, übernimmt Verantwortung, wird früher oder später auch im Seniorenbereich, im Profibereich, wenn er sich durchsetzt, auch Kapitän werden, weil er einfach sehr, sehr vieles sieht und Verantwortung übernehmen kann. Und deswegen sind wir happy, dass er bei uns ist. Und ich nach und nach jetzt auch aufgrund der eben genannten Konstellation für ihn die wohl passende Position dann auch gefunden habe. Toller Junge, toller Junge. Oder wie Herr Streich sagen würde, ein guter Kerl. Ich habe noch eine Frage zu Kimberly Seckwem. Da haben Sie eben gesagt, er spielt keine Rolle. Trainiert er denn im Moment überhaupt oder ist ganz raus? Nein, er ist aktuell nur im Kraftraum zugegen. Ich möchte jetzt auch kein tägliches Update geben. Die Situation ist nicht ganz so einfach, vor allem auch für ihn selbst. Und deswegen müssen wir da jetzt die Ruhe bewahren und geduldig bleiben und bringt dann jetzt, glaube ich, wenig, Woche für Woche da ein neues Update zu vermelden. Ihre Karlsruher Vergangenheit ist bekannt. Ich wollte dann trotzdem nochmal in die Historienkiste greifen. Das Wunder vom Wildpark hat sich gestern zum 30. Mal gejährt und ich glaube, der KSC hat auch die ganze Truppe am Sonntag eingeladen. Wie haben Sie denn damals eigentlich dieses Spiel verfolgt? Lagen Sie im Bett? Waren Sie vielleicht sogar Balljunge im Wildpark? Und was haben Sie noch für Erinnerungen? Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auf YouTube das Spiel in Gänze und da sieht man ein paar Kinder bei den Interviews rumhüpfen. Eins davon bin ich. Und das war ein ganz, ganz toller Moment damals. Und ist ja klar, wenn du so etwas erlebst, nicht nur dieses Spiel, sondern man hat Rom geschlagen gehabt, ist ganz knapp dann gegen Salzburg ja rausgeflogen, Bordeaux geschlagen mit Zidane. Das waren schon ereignisreiche Tage und schöne Erinnerungen, einfach für dich so als Kleinkind. Deswegen macht es dann was mit dir. Das hat natürlich dann schon so eine Liebe entfacht zwischen dem Verein und meiner Wenigkeit und die ist nie erloschen. Aber wie es dann auch so ist, je länger du weg bist, desto eher kühlt es dann nach und nach ein wenig ab. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir am allerwertesten vorbei, was dort passiert. Ganz im Gegenteil, ich verfolge das sehr gespannt und habe natürlich auch nach wie vor den einen oder anderen Kontakt, um vielleicht den Gegner ganz gut einordnen und einschätzen zu können. Also Sie waren als Fan dabei, jetzt nicht als Balljunge? Doch, ich war so ein recht kleiner Lausbub. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 13 und war als Ballbube da im Hintergrund. Ja. Ihr ehemaliger Co-Trainer Frank Fröhling hat sich damals die Hose von Slaven Bilic gesichert. Hatten Sie dann auch noch irgendwie so? Nee, weil der Frank der nimmt ja immer was mit. Ja. Jetzt hat er mir schon wieder, der sammelt ja und macht und tut. Jetzt hat er mir wieder geschickt, dass er ein Trikot von Schlotterbeck hat. Ja. Ich wollte auch von einem Freiburger Spieler eins haben, aber nicht für mich, sondern für meine Tochter. Und habe aber gedacht, das ist dann der falsche Zeitpunkt nach einer Niederlage, habe ihn dann angeschrieben und hoffe, dass er jetzt mir das Trikot zukommen lässt. Nein, ich war nie ein Souvenirjäger, sondern ja, habe einfach die Momente genossen und wahrscheinlich habe ich einfach mich nicht getraut,
zu fragen und habe mir das bis zum heutigen Tage bewahrt, dass ich nach dem Spiel eigentlich nie jemanden frage nach dem Trikot. So, dann ein letzter Blick in die Runde. Ich sehe keine Fragen mehr. Vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unserer Mannschaft eine gute Reise und ein noch besseres Spiel. Dankeschön.